Hallo zusammen, heute geht's um diese Schrauben. Und zwar die Befestigungsschrauben für ein Kühlaggregat. Ich habe hier ein Kühlaggregat, ein Split-Kühlaggregat. Und dieses Split-Kühlaggregat haben wir hier in diesem Sack drin. Befestigungsschrauben bzw. Hülsen. Das eine ist diese Hülse hier. Das ist ein Sitz vielleicht, plus die Unterlagscheibe oben drauf und eine Spanplattenschraube, mit der ich das Set hier anschrauben kann. Ich muss es halten, dann sieht das Teil nachher so aus. Also die Hülse, die Unterlagscheibe und die Schraube. Und was muss ich jetzt machen? Ich schraube hier beim Kühlaggregat diese Schraube im Uhrzeigersinn rechts rein, löst das Teil und so kann ich das Aggregat hier weg, also nicht das Aggregat, die Steuerung wegklappen. Und hier sind solche Gummis. Diese Gummis sind drin, die kann ich auch rausnehmen. Mach den wieder rein. Und so kann ich diese Schraube hier so in ein Bodenbrett anschrauben. Und wenn das angeschraubt ist, diese Steuerung wieder drauf. Weil hier im vorderen Bereich, da komme ich dazu, hier komme ich auch dazu. Aber diese Schraube hier zum Anschrauben, die wird ein bisschen knapp. Warum diese Hülse? Dass ich hier einen Federweg habe zwischen, also für das Aggregat. Das nicht fest runterschrauben, sondern mit einem Spiel, dass die Vibrationen hier im Kühlaggregat bleiben. Weiter habe ich diese Distanzhülsen dabei, 4 Stück, plus Chromstahlschrauben. Und wenn ich das Kühlelement rausnehme, habe ich in der Regel hier in den Ecken solche Löcher. Wir sehen auch diese Bahnen. Hier läuft das Kältemittel entlang und das sind 2 Dünnbleche, die zusammengepresst werden. Und hier 1 Zentimeter von diesen Bahnen weg kann ich bohren. Und so kann ich das Aggregat, die Schraube rein, und die Hülse dazwischen, dann habe ich einen Wandabstand. Und wenn ich diesen Wandabstand habe, kann sich hinten dran kalte Luft bilden und die Luft zirkulieren. Es gibt auch Leute, die schrauben das Teil direkt auf die Wand. Durch das wird die Oberfläche vom Verdampfer verringert und ich habe nicht so viel Leistung. Geht auch, aber schöner ist mit Distanzhülse direkt an die Wand schrauben. Und das ist der Inhalt dieses Pakets. Ist im Sortiment dabei. Weiter habe ich hier einen solchen Widerstand. Ist mit dabei. Dieser Widerstand, der hier aufgeklebt ist, wenn ich den in diese Thermostatenschlaufe reinmache, dann läuft der Kompressor auf 3.500 Umdrehungen. Also wenn ihr einen Kühlschrank habt mit mehr Volumen, den Widerstand rein. Wenn ihr einen kleinen Kühlschrank habt, ohne Widerstand betreiben, dass der Kühlschrank länger läuft. Hat dann einen besseren Wirkungsgrad. Und wenn ihr aber mehr Volumen braucht oder mehr Leistung, den Widerstand rein. Und so kann ich auch variieren. Also ich kann es zuerst mal ohne probieren, wenn es reicht, ist okay. Wenn nicht, kann ich diesen Widerstand einsetzen. Standard ist hier ein mechanischer Thermostat dabei. Bei dem Aggregat jetzt hier habe ich einen Digitalthermostaten. Und dieser Digitalthermostat, das ist ein Nachrüst-Digitalthermostat. Alles eingepackt. Der sieht so aus, den kann ich irgendwo einbauen.
Und hier habe ich 3 Meter Kabel dran. Auf der einen Seite habe ich dann die Sonde. Die kommt in den Kühlschrank. Und ich kann den zum Beispiel hier mit dieser Sondenhalterung befestigen. Aber weiter hinten, das spielt nicht so eine Riesenrolle. Da, wo ich die Temperatur gemessen haben will, in der mittleren Höhe oder im oberen Bereich, 10 cm von der oberen Kante weg, dann sehe ich auf der Anzeige die Temperatur und ich kann über den Thermostaten hier die Temperatur einstellen. Wenn die 3 Meter nicht reichen würden, man könnte diese Kabel alle verlängern oder bei uns länger bestellen. Und hier habe ich 4 Kabel. Ich habe ein Plus und ein Minus und ein C und ein T. Und wenn ich jetzt, hier habe ich das auch. Das sind die gleichen Bezeichnungen wie hier. Ich habe die T, das C und Plus und Minus hier jetzt mit Stecker. Das passt nicht, weil das ist ein Nachrüstsatz. Hier diese Stecker abschneiden und dann direkt nochmals neu verpressen und zusammenhängen. Ja, das soll es gewesen sein von diesem Schraubenkühlaggregat, wie man die hier montiert. Die Kühlaggregate, die sind im Lager. Das ist eine Option, gibt es optional dazu. Und ich verlinke euch hier das Kühlaggregat hier und hier ein Kühlaggregat ein Stück größer. Und hier unten die Playliste von den verschiedenen Kühlelementen, die wir haben. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.